Sie wollen hoch hinaus. Die Abgeordneten der Freien Wähler haben sich für die kommenden 5 Jahre im Bayerischen Landtag viel vorgenommen. Politische Ziele umsetzen und das trotz einer absoluten Mehrheit der CSU. Für den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Hubert Aiwanger stellt dies kein großes Problem dar. Ich glaube, wir Freien Wähler schaffen es durchaus auch dieser absoluten Mehrheit der CSU gute Themen aufzuzwingen. Wir haben es bei der Abschaffung der Studiengebühren bewiesen. Wir werden hier genauso weiterarbeiten und werden Themen so setzen und öffentlichkeitswirksam präsentieren, dass der CSU am Ende gar nichts anderes übrig bleibt, als diese Themen zu übernehmen. Stärkung des ländlichen Raums, Bildungspolitik, das sind Themen, die CSU übernehmen wird, wenn sie sehen, die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter diesen Themen. Eines der Themen, für die sich die Freien Wähler ebenfalls stark machen, ist die Olympiabewerbung 2022 in der oberbayerischen Alpenregion. Und so ließen es sich die Abgeordneten auch nicht nehmen, im Rahmen der 2-tägigen Klausur die Skisprungschanze in Garmisch zu besichtigen. Am Abend zuvor hatten bereits der 3. Garmisch-Partenkirchener Bürgermeister Hannes Krätz und Franz Reindl vom Verein Olympia 2022 das neue gemeinsame Bewerbungskonzept von München, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Berchtesgadener Land vorgestellt. Laut Florian Streibel, parlamentarischer Geschäftsführer der Freie Wähler Landtagsfraktion, ist das Konzept um einiges besser als das der Olympiabewerbung 2018. Der Abgeordnete aus Oberammergau hält es für durchaus realistisch, dass die Winterspiele 2022 in seiner Heimat stattfinden. Für die im bayernweiten Vergleich wirtschaftlich schwache Region biete sich hier eine einmalige Chance. Für die Region wäre das enorm wichtig, weil wir leben am Rande der Republik und sind im Grunde also in ein Tal, das sozusagen schlecht erschlossen ist. Und wir würden durch die Olympischen Winterspiele hier natürlich eine Infrastruktur bekommen, die also den Region nachhaltig also verbessern würde, also die also eine Perspektive für die Jugend in die Zukunft geben würde. Darüber hinaus ist es natürlich auch eine Tourismusregion, die dadurch auch wieder international bekannt wird. Bereits am 10. November haben es die Menschen vor Ort in der Hand. Denn dann finden bei den 4 möglichen Olympiagastgebern Bürgerbegehren statt. Die Wähler entscheiden, ob die Bewerbung für das Wintermärchen 2022 in den Alpen vorangetrieben wird oder nicht. Ein Wörtchen mitreden können die Menschen in Bayern auch beim Thema Bildung, einem weiteren Schwerpunkt der Fraktionsklausur in Garmisch. Schließlich sammeln die Freien Wähler zurzeit fleißig Unterschriften im Freistaat, um ein Volksbegehren zur Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 zu starten. Rund 19.000 Bürgerinnen und Bürger haben bereits auf den Listen unterschrieben, etwa 6.000 Unterschriften fehlen noch. Professor Dr. Michael Piazzolo, hochschulpolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, zeigt sich zuversichtlich. Ja, diese 25.000 Unterschriften, die wir dann gesammelt haben werden, die bedeuten ja nur die Zulassung des Volksbegehren. Und dann geht's richtig los, dann müssen wir Werbung machen in der ganzen Bevölkerung und dann müssen ungefähr 900.000 Bayern und Bayerinnen in die Rathäuser gehen und unterschreiben. Wann das ist, das wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten auf dieses Volksbegehren hin. Neben dem Thema Bildung haben die Freien Wähler noch 3 weitere Schwerpunktthemen bestimmt. Um diese wollen sich die Abgeordneten in den kommenden 5 Jahren besonders intensiv kümmern. Wie wir heute in der Klausur festgelegt haben, glaube ich, dass wir im Energiebereich eins der wichtigen Themen für die Wahlperiode haben. Wir haben den kommunalen Hochwasserschutz, den Hochwasserschutz Bayerns, der durch diese Starkregenereignisse uns beschäftigen wird. Wir haben die Bildungsthemen hier, vor allem unser Bürgerbegehren mit G8, G9, mit dem Volksentscheid, was wir anstreben, um eben diese Wahlfreiheit zu schaffen, also der Bildungsbereich. Das, glaube ich, sind sie. Und natürlich die kommunale Finanzausstattung, das sind die Hauptthemen, um die wir uns die nächsten Jahre kümmern sollten. Der Kurs der Freien Wähler ist also klar. Die Oppositionsarbeit kann beginnen. Unsere Abgeordneten werden die alleinregierende CSU dabei ganz genau beobachten.